Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Fischer Online in dem Underwater Frank. Wir wollen jetzt mal auf Barbe gehen. Ihr seht schon oben rechts, ich habe zwei Barben-Quests angenommen. Die Daily könnt ihr hier nämlich auch richtig gut machen. Dafür müssen wir hier auf der Polenkarte vom Spawn, also von dem Spawn aus, wo wir gerade losgelaufen sind, hier ganz nach links laufen zu diesem Staudamm. Und da dann mit Käsewürfel, mit roten Silikonwurm und mit Käseboili. Käseboili kommen dann eher schon so die größeren. Das machen wir jetzt hier. Die gehen halt hauptsächlich nachts, ne? Das machen wir jetzt mit den Grundrouten hier. Zwei Federrouten habe ich noch. Da braucht ihr auch keine Angst haben, da beißt auch nichts Größeres. Ja, die Barben, ja, also mit dem roten Silikonwurm ist schon eine hohe Bissfrequenz, aber halt viele kleine. Ja, mal der Käseboili ist da am besten, dass da auch mal ein paar größere kommen. Also wie gesagt, für die Daily, das haut super hin. In der Nacht, also da habt ihr, weiß ich, in der halben Nacht habt ihr auf jeden Fall die Quest fertig. Ich hatte letztens eine Deli gehabt mit Barben. Hatte ich eine Deli gehabt mit 10, noch was Kilo. Die habe ich wirklich rucki zucki abgearbeitet. So, dann holen wir uns jetzt erstmal hier die andere Grundroute. Statten die erstmal aus mit kleinem Haken erstmal. Vorfach brauchen wir erstmal alles nicht. Und wir hier einmal den roten Silikonwurm. Hauen die erstmal raus. So, das ist die erste. Und die schmeißen wir hier links. Links so an den Staudamm ran. Mal schauen, wie tief ist das jetzt da. 3 Meter brauchen wir auf jeden Fall. Nur noch mal ein bisschen weiter auswerfen. Wir müssen auf jeden Fall im 3-Meter Bereich sein. Müssen wir jetzt mal kurz rausfinden, wo der hier ist. Guck mal gerade, was haben wir da jetzt für ein Blei dran? 65 Gramm Blei. Ich hau mal. Schau mal einmal ein bisschen weiter aus. War eigentlich vielleicht im 3-Meter Bereich. Jetzt haben wir einmal bis fast ganz rüber. Jetzt haben wir auf jeden Fall 3-Meter Bereich. So, die erste Route. Zweite Route machen wir hier auf einen kleinen Haken ran. Nehmen dann hier mal. Hier können wir eigentlich wirklich mal diese Boilie ausprobieren. Das ist so ein gelber, also bei den gelben Boilies ist der mit drin. So, hier haben wir jetzt drauf auch ein 65 Gramm Blei. Gucken. Müssen wir eventuell auch in den 3 Meter Bereich kommen. Ja, auch 3 Meter Bereich. Müssen wir halt ein bisschen weiter auswerfen. So, und dann haben wir hier einmal noch mit Käsewürfel. So, auch einen kleinen Haken. Dann hier Käsewürfel. Ja, das nächste Video wird dann wahrscheinlich in Frankreich sein. So viel brauche ich nicht mehr. Halbes Level habe ich jetzt schon zusammen von 17 zu 18. Und dann kommt das französische Gewässer. So. So, auch 3 Meter. So, jetzt warten wir erstmal ab. Wie gesagt, nachts geht es hier eigentlich hauptsächlich los. Jetzt haben wir 20 Uhr. Und schauen einfach mal, was jetzt passiert. Ja. Oh, da kommt schon der erste Biss auf den Silikonwurm. Oh, kein schlechter Biss. Könnte jetzt aber natürlich, weil jetzt noch ein bisschen Tag ist, könnte jetzt natürlich auch eine Brasse sein. Müssen wir mal schauen. Also wenn das jetzt eine Barbe ist, könnte das schon eventuell vielleicht sogar 1 Kilo Barbe sein. Wir brauchen jetzt 1,3 Kilo und ein bisschen über 1 Kilo. Dann ist das schon die erste. Was ist das für eine Brasse? Sieht aus, nee, ist eine, sieht aus wie eine Brasse. Schauen wir mal. Ja, ist eine Brasse. Also Brassen sind hier auch, ne? Falls ihr mal Brassenquest machen wollt oder falls ihr mal eine Deli habt, wo dann halt Brasse ist. Hier sind auch die Brassen. Und die Aalande sollen hier auch sein, ne? Aaland, stimmt. Aaland ist hier auch. Wir können mal kurz gucken. Und die Rekorde. Aaland. Mit Erbs ist der gefangen worden hier in Polen. Ja, 7 Kilo, ey. Krass. Der richtig große Aaland. Hier unten schwimmen auch schon ein paar Fische rum. Ja, die Forellen springen ja zum Beispiel auch aus dem Wasser. Das ist auch nochmal geupdatet worden. Jetzt ist gerade Version 17.0. Da kann ich mal schauen, ob er da schon die Update-Notes rausgehauen hat hier. Ja, ist da die Update-Notes? Achso, Italien. Okay, großes Update der Italien-Karte. Okay, er hat das Aussehen des Shops, die Umgebung, das Wasser, alles gepatcht. Okay, das hat hauptsächlich Italien-Update. Und wir müssen jetzt halt erstmal warten, bis hier die Nacht kommt, dass es mit den Barben hier losgeht.
glaube, so groß, also es gibt ja die Barben auch noch am anderen Gewässer, können wir auch gleich nochmal gucken. Ich glaube, Italien oder so. Da sind natürlich dann schon deutlich größere Barben. Hier sind eher so, ja, kleinere. Jetzt haben wir nochmal eine Brasse. Ich würde sonst sagen, wir warten mal, bis hier die Nacht anbricht. Schneide ich auf jeden Fall gleich nochmal mit dran. Oh, da, doch, da kommt eine auf Käsebeutel. Ich hoffe, das ist keine Brasse jetzt. Oder nee, was ist das hier? Käse, ne? Ja. Hoffentlich keine Brasse jetzt. Ah, 20.19 Uhr. Es wird langsam dunkel. Aber ist noch nicht... noch nicht ganz dunkel. Schauen, ob das jetzt vielleicht schon eine Barbe ist. Sind so leicht ein bisschen rötlich aus dem Wasser. Ein bisschen orange. Das ist eine Barbe auf Käsewürfel. Die könnte... ja. Schade. Für eine Quest reicht es, für die andere leider noch nicht. Da haben wir unsere erste Barbe. Nice. Erste Barbe haben wir. So. Wir einmal schon einen Teil der Quest erledigt. Aber ich denke mal, die Nacht kriegen wir das auf jeden Fall hin. So. Na, jetzt geht's doch schon los. Das ist schon mal gut. Also könnt ihr schon so 20 Uhr könnt ihr damit schon anfangen. Wir wollen noch mal kurz Rekorde gucken, Barbe. Ne, Rekorde. So, Rekorde, Barbe. Genau, Boilikäse in Italien, ja. 7,4 Kilo hat hier einen Rekord gemacht. Und hier auf den roten Silikonwurm werden wir jetzt halt vermehrt kleinere Barben fangen. Auf den Käseboili dann eher die größeren und auf Käse, ja, mittelgroße, ne. Ich habe jetzt mal überall den kleinen Haken drauf, weil Mittelhaken, weiß ich nicht, wie da die Frequenz ist. Ob die Barben, weil die sind ja hier doch nicht jetzt so wahnsinnig groß in Italien, in Polen. Aber Frequenz geht eigentlich, also gerade wenn das jetzt denn hier losgeht mit der Nacht. Oh ja, oh, wir haben, oh, das ist schon besser ein bisschen. Das ist jetzt hier mein 18 Kilo Equip, was hier auch in der Ukraine genutzt hatte, mit der 18 Kilo Rolle. Aber das reicht hier für Polen eigentlich aus, außer wenn halt so ein fetter Huchen beißt. Ich habe ja auch schon Huchen drauf gehabt. Das war natürlich extrem mit den Huchen. Aber das könnte auch eine gute sein. Mal schauen, was ist es? Ist eine Barbe. Könnte für die Quest. Oh ja. Oh ja, reicht für beide Quests. Reicht für beide Quests. Nice. Das reicht für beide Quests. Das ist schön. Das ist doch gut. Gucken wir, ob wir die Quests dann nachher gleich fertig haben. Ich guck mal gerade mal, man kann jetzt hier nämlich auch 3D-Ansicht machen. Ach so. Ach, die sind ja für die Quest, deswegen können wir, weil ansonsten kann man hier nämlich die 3D-Ansicht machen. Im Cacher. Jetzt haben wir hier nochmal einen Biss. Auch einen guten Biss. Könnte auch wieder für die Quest reichen. Also ich sag mal, wenn ihr hier grüne Barben fangt, also maßige Barben, dann ist das schon gut. Käseboili ist hier, ja, ihr merkt schon, ne, Käseboili ist ein guter Köder für Barbe, aber Bissfrequenz ist jetzt nicht so mega. Und was haben wir da auch nochmal eine Barbe? Nice. Ein Ohr, aber reicht leider für keine von den Quests. Schade. Aber ich denke, das wird sich gleich nochmal ändern. Oh, jetzt haben wir auf Käsewürfel. Diese Würfel, aber im Kleinen, eine kleine. Eine große. Die wird auf jeden Fall grau sein, wenn es eine Barbe ist. Aber für die Deli wäre es ja egal, ne? Für die Deli zählt ja jedes Gewicht. Ja, wieder eine Barbe, aber eine kleine. Ja. Ah, eine Brasse. Eine Brasse, okay. Man sieht schon, ne? Käseboili ist hier verdammt ruhig. Auch wenn ich trotz des kleinen Hakens. Oh, oh. Ah, naja, was ist das?
Spannung am Anfang war gut, aber jetzt hat sie nachgelassen. Bisschen kleiner, denke ich. Bei der Spannung. War eine Brasse. Wichtig ist halt, dass sie hier in den 3-Meter-Bereich reinkommt. Ihr seht hier, ein bisschen so 3 Meter tief. Hier ist 1,50 Meter. Hier habe ich noch gar nicht geangelt. Hier sollen, glaube ich, auch die Huchen sein, ganz rechts außen. Aber Huchen, wenn ihr jetzt mal hier guckt, in diesem Gewässer, der Huchen ist halt doch schon relativ selten, hat hier 2 Punkte. Barsch ist selten, Grashecht ist richtig selten. Goldforelle ist noch mit 3 Punkten noch im Mittelfeld. Esche auch 3 Punkte. Forelle halt Hammer viel, Brasse Hammer viel, Bachforelle Hammer viel. Barber hat sogar 4 Punkte. Arland hat auch 4 Punkte. So, jetzt soll es auf jeden Fall gleich ein bisschen besser losgehen hier. Ach, hier haben wir nochmal eine Barbe, genau, die können wir uns nochmal angucken. So sehen die Barben hier aus. Sieht auch schön aus hier mit dem Hintergrund, mit dem Nebel. Sieht wirklich schön aus. Ah, jetzt geht's auf Käse wieder los. Oh, der ist ein bisschen besser, der Biss. Ich habe bisher, glaube ich, meine größte Barbe ist, glaube ich, grün. Also ich glaube so zwischen 1 und 2 Kilo. Ich kann sein, dass ich schon mal ein 2 Kilo gefangen habe. Gucken, vielleicht schlagen wir unseren Rekord ja heute noch. Weil ich aber wirklich denke, die großen Barben sind dann eher wirklich in Italien. Auch die Flussforellen sind hier auch nicht so riesig hier in Polen. Also ich habe, glaube ich, bisher, glaube ich, noch nicht eine grüne Flussforelle gefangen. Reicht leider nicht für die Quest. Schade. Hier in den Rekorden steht die Barbe mit, oh, da haben wir nochmal einen Biss. Mit Käsebeule, genau. Oh, 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 noch einen guten Biss. Oh, oh, jetzt geht der Käsebeule. Ah. Mal schauen. Die holen wir auf jeden Fall noch beide raus hier. Ich hoffe, der bleibt da an der anderen Route dran. Nicht, dass er jetzt gleich weg ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir, ja doch, ist eine Barbe, glaube ich. 1,1 reicht für eine Quest auf jeden Fall. So, und die zweite Route. Boah. Ja, könnte. Also das ist jetzt hier meine Karpfenroute. Da habe ich jetzt auch schon hier Karpfenrolle drauf. Die erste.
Gucken, wie groß der jetzt ist. Kann natürlich jetzt ein bisschen täuschen, mal sehen. Ist auf jeden Fall auch eine Barbe, aber ob die größere reicht? Na, reicht leider nicht. Schade. Gut, ich würde an der Stelle sagen, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Probiert selber mal aus. Könnt ihr ruhig mal eine Barbenquest annehmen, wenn es denn so gegen, ja, gegen Abend, Nacht reingeht. Denn vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, euer Underwaterfring. Tschüss.